Ja. Und das Schwierigste war natürlich, das hast du mir mal gesagt, wenn du auf den Himalaya gehst, anfangs gehst du noch flotter, gehst du noch leichter, aber je weiter du zum Ziel kommst, umso schwieriger wird es. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Aber jetzt weiß ich, ich meine, ich bin noch nicht ganz oben. Aber ich sehe dann schon das Gipfelkreuz und ich weiß, wenn ich weitermache, bin ich bald oben. Das Ich-Bewusstsein ist so stark im Moment, dass es mir wurscht ist, ob ich jetzt mit ihm beisammen bin oder nicht. Es schwankt eher schon, entschuldige, dass ich eher schon sage, eigentlich will ich gar nicht mehr. Weil ich habe erkannt, Genau. dass ich für mich die wichtigste Person bin und sein muss. Und nicht das erwarte vom anderen, was ich mir selbst nicht geben kann. Und da bin ich. Und er hat total eifersüchtig darauf reagiert. In all den 12 Jahren war es ihm egal, ob ich alleine ausgehe oder mit einem Mann ins Kino gehe oder sonst etwas. Und plötzlich sagt er, du, mein Personal sagt mir, du warst mit einem anderen Mann unterwegs und wieso und weshalb. Also ich merke jetzt an seiner Reaktion, dass mein Ich-Bewusstsein auch ihn trifft. Jetzt habe ich meinen Wert erkannt und den will ich auch haben, anders geht es nicht mehr. Erst dann kommt der andere überhaupt auf die Idee, dass er was ändern müsste. Herzlich willkommen, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich vor allem die wunderbare Eva ist wieder da. Wir haben ja Danke. nicht nur, genau, wir haben ja schon mehrere Interviews, Gespräche geführt zu ihrem Weg, auf ihrem Seelenpartnerweg, auf ihrer Dualseelenbegegnung hat sie ja einiges erlebt und heftigste Erfahrung gemacht, wie ihr ja auch alle da, die ihr das Video wahrscheinlich seht. Und heute sprechen wir nochmal, weil sie hat so richtig gute Fortschritte gemacht. Letzten paar Wochen und das wollen wir einfach noch mal hier mit euch teilen. Und darum, liebe Eva, stell dich noch mal vor für die, die dich noch nicht kennen sollten, aber die anderen Interviews werde ich drunter verlinken, damit ich sie noch mal angucken kann, gell? Und sag einfach, wer bist du und was hat dich bewogen, mit mir auch zusammenzuarbeiten? Einfach so, was gerade so kommt. Ich überlasse dir jetzt mal den Raum. Ich danke schön dafür und auch danke für die Einladung. Und ich freue mich, mal mitteilen zu können, wie es mir geht. Denn normalerweise sprechen ja wir miteinander und jetzt dürfen andere auch das erfahren, was ich erlebt habe. Also ich komme aus Österreich, wie man wahrscheinlich an meiner Aussprache hört. Ich komme aus der schönen Wachau. Und meine Dualseele habe ich vor 52 Jahren kennengelernt. Ich war damals noch ein blutjunges Ding. Und für mich war damals schon klar, ich hatte ja vorher absolut keine Erfahrung mit einem männlichen Part, außer meinen Brüdern. Aber das war vom ersten Moment dann für mich die große Liebe. Ich wollte den immer heiraten, damals schon. Es hat dann 2 Jahre gedauert. Es war natürlich ein verstecktes Treffen, denn mit 14 war man ja noch unmündig. Und für mich war klar, wenn ich alt genug bin, dann werden wir ein Paar. Ich habe damals eigentlich rückblickend schon einiges über mich gelernt, denn mein ganzes Sein damals war nur mehr auf ihn fokussiert. Ich war gerade in der Ausbildung, war kurz vor der Matura. Mein Lernerfolg war natürlich dementsprechend gesunken, denn ich war in Gedanken nur mehr bei ihm. Und das Schicksal hat es dann so gewollt für uns beide, dass wir getrennt wurden. Durch einen schweren Unfall, den ich hatte. Und damals, es gab ja nur Telefon. Wir hatten nur mehr ein Vierteltelefon. Und ich konnte nicht anrufen und sagen, du, ich bin jetzt außer Gefecht. Und somit haben sich unsere Wege nach fast 2 Jahren, 40 Jahre lang getrennt. Wir leben im selben Ort. Und wir haben uns einfach nicht mehr gesehen. Ich habe in der Zwischenzeit geheiratet, eine Tochter bekommen. Aber es war immer sein Gedanke, oder ich hatte immer den Gedanken an ihn, der war immer bei mir. Er hat mir einmal, da waren wir in Wien, ein Medaillon geschenkt aus Silber, eine Kette dazu, und da waren unsere Bilder drinnen. Und mein Ex-Mann hat mir damals gesagt, immer wenn du die Kette getragen hattest, hast du so ein Leuchten im Gesicht. Du warst so strahlend. Er hat es aber auch nie gewusst, warum das so war.
Und durch einen Zufall haben wir uns vor 12 Jahren wieder getroffen. Und von dem Moment an wusste ich, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir beide soweit, dass wir zusammenziehen können, dass wir zusammen leben können. Es war für uns beide Liebe pur. Und es war so ein toller Zufall. Ich stand bei uns im Ort und hatte da etwas gesehen, was mich sehr interessiert hat. Und plötzlich habe ich halt gemerkt, am Rücken war so ein warmes, wie wenn mich jemand berührt hätte, aber es war niemand da. Und es hat mir aber keine Ruhe gelassen. Wurde immer stärker. Und als ich mich zur Seite gedreht habe, habe ich gesehen, dass er da steht und mich die ganze Zeit beobachtet. Und von dem Moment an war es wirklich für uns beide so, dass wir zusammengehören. Ja, dieses Wir wollen zusammen sein ist jetzt schon 12 Jahre her. Und die ersten Wochen und Monate waren Liebe pur. Also es gab für mich nichts Schöneres als die Erwartung an ihn, das Zusammensein mit ihm, das Hoffen, das Lieben. Also es war wirklich wunder, wunderschön. Er war aber leider noch in einer Partnerschaft und hat um Zeit gebeten, so 2 bis 4 Monate, denn die Partnerschaft war nicht mehr intakt, so richtig. Und er wird sich trennen. Und das war für mich immer die Motivation, weiterzumachen, weiterzukommen, ihn weiterzulieben, obwohl ich oft tief traurig war, weil er oft den Kontakt abgebrochen hat, sich einfach nicht mehr gemeldet hat. Ich kam dann zufällig über Facebook auf eine Seite, wo eine Dame, die auch so Seelenberatungen gemacht oder Seelenpartnerberatungen gemacht hat, mit Essenzen, mit Ritualen. Das war nie das Richtige für mich, denn mit einer Essenz, wie kann ich mit einer Essenz meinen Liebsten herbeibringen oder ihm sagen, du, nur du und sonst keiner? Ich habe das dann relativ rasch abgebrochen, habe viel Geld immer wieder bezahlt dafür. Und eines Tages war es dann für mich, ich will das gar nicht mehr. Aber wie viele wissen, wenn wir Seelenpartner in einer Seelenpartnerschaft sind, gibt es keine Trennung. Ob jetzt körperlich, seelisch oder geistig, es ist keine Trennung möglich. Und ja, einmal, ich glaube, es ist jetzt 6 Jahre her in etwa, dass ich auf deine Seite gekommen bin, auf diesen Dualseelenweg. Und von dem Moment an habe ich genau gewusst, genau das ist jetzt für mich das Richtige oder wichtig, auch weiterzukommen. Und diese Auf- und Abs, diese Hochschaubahnen, rauf, runter, war wahnsinnig schwierig. Und es war auch für ihn, auch für meinen Seelenpartner, eine sehr, sehr schwierige Zeit, denn er wusste, er kann ohne mich nicht mehr, er will ohne mich nicht mehr, aber diese Komfortzone, die er nicht verlassen konnte, war stärker als die Verbindung zu mir. Und es gab auch wirklich Monate, wo er sich nicht gemeldet hatte, denn es war immer sein Ding, ruf mich nicht an, ich ruf dich an. Ich melde mich bei dir, ruf mich nicht an, denn er hat ein großes Geschäft und jeder sieht, wenn ein Anruf reinkommt. Zu Beginn habe ich das noch versucht zu verstehen oder ich habe es mir eingeredet, dass ich es verstehe. Aber wie ich dann mit dir oder du mit mir zu arbeiten begonnen hast, wusste ich, das kann es nicht sein. Denn ich war sehr selbstständig immer schon. Ich habe nach meiner Scheidung alleine Haus gebaut. Ich habe meine Tochter alleine großgezogen. Also ich war, wie man auf Österreichisch sagt, eine gestandene Frau. Und plötzlich wurde ich zum kleinen Heimchen, zum wartenden Heimchen degradiert. Und zu Beginn hat mich das sehr nervös gemacht. Ich war unleidlich, ungerecht. Also es kamen Emotionen hoch, die nicht meinem Ich entsprochen haben. Und deshalb habe ich dann die Gespräche, die Kartenreadings, die Seminare mit dir noch mehr besucht, noch mehr daran teilgenommen, noch mehr daran gearbeitet. Und dann war dieser Moment, wo ich gewusst habe, auch wieder durch deine Beratungen, es hat alles eigentlich. Nein, nicht eigentlich. Es hat alles mit mir zu tun. Mit mir, meiner Persönlichkeit, meiner Entwicklung,
meiner Stagnation, meiner Rückentwicklung teilweise. Und erst dann habe ich begonnen, daran zu denken, etwas zu verändern. Ich habe dann auch, vielleicht ist das auch ein Tipp für einige, die zuhören, Tagebuch geführt. Von Kindheit an hatte ich immer ein Tagebuch, Positives, Negatives reingeschrieben. Und du hast einmal gesagt zu mir, ist noch nicht so lange her, eigentlich hattest du noch nie wirklich eine Beziehung mit ihm. Wir haben nie zusammen gelebt, wir hatten nie zusammen Urlaub, wir hatten immer nur so imaginäre, heimliche Treffen. Und dann habe ich ihm nachgesehen, was war wirklich die letzten Jahre? Was habe ich von ihm bekommen, was ich von mir selbst nicht erhalten habe? Und das war für mich dieser springende Punkt. Eigentlich war es wirklich noch nie etwas. Und ich habe mich, glaube ich, in das Verliebtsein in ihn verliebt. Das ist ein so wichtiger Satz, den du gerade sagst. Das Ähnliches habe ich gestern gedacht, dass ich darüber mal ein Video machen müsste, dass bei uns im Grunde in den Menschen auch, deshalb die Liebe ist klar zum Seelenpartner da, aber letztendlich haben wir uns in das Gefühl verliebt, zum allerersten Mal uns wirklich gesehen und geliebt zu fühlen, aber nur halt stundenweise, wenn es halt mal wieder mal zu einem Kontakt kommt. Genau. Hast du mir jetzt genau gesagt, was ich gestern Abend im Bad dachte, da darf ich mal, siehst du, wie wir Ja. verbunden sind, meine liebe Eva, immer schon, gell? Dass du das heute auch sagst, haben wir gar nicht abgesprochen. Genau, Ja, wir ja. sind das Gefühl verliebt, endlich geliebt sich zu fühlen, obwohl wir es nicht wirklich dann auch werden, zwar schon und doch wieder nicht. Es ist sehr ambivalent, diese Beziehung, gell? Ja. Und je mehr ich dann in meinen Tagebüchern von früher gelesen habe, damals war ich wirklich verliebt. Also das war, ich bin es ja, na, ich bin nicht verliebt, ich liebe ihn. Das hat sich wirklich von diesem Verliebtsein eines 14-jährigen Mädchens in tiefe, verbundene Liebe verändert. Und diese Liebe kann ja niemand nehmen, kann niemand wegnehmen, niemand löschen. Auch wenn es angezweifelt wird, ich weiß, wie ich ihn liebe. Und erst dann, ich weiß aber nicht, wann das passiert ist, wirklich hatten wir ein Reading oder plötzlich hat bei mir sich ein Schalter umgelegt. So geht es nicht mehr weiter. Ich warte nur, ich verausgabe mich, ich mache ihm verschiedene Arbeiten. Plötzlich hat eine Stimme in mir gesagt, ich will nicht mehr, ich will es so nicht mehr. Ja, dann war halt eine Situation, die uns beide sehr durcheinander gerüttelt hat. Du weißt, wovon ich spreche, von diesem, ja. Und von dann hatte ich gewusst, es gibt kein Zurück mehr. Entweder er erkennt es an, er erkennt mich als Eva an, mich als, er spricht auch von, wir können voneinander nicht lassen, weil wir so ähnlich sind, weil wir oft dasselbe meinen, dasselbe aussprechen. Aber wenn er es nicht umsetzen kann, dann gibt es für mich kein Zurück mehr. Ja. Und der erste Schritt war für mich, ich habe diese unbekannte Nummer, die er immer hat, einfach blockiert. Und dieser Schritt war für mich so ein Erfolg. Ich habe mir dann damals diese Krone, die wir damals imaginär uns aufgesetzt haben im Seminar, wirklich wieder, sie war schon etwas zur Seite gerutscht, wieder ordentlich aufgesetzt. Mit den Zacken nach oben. Ich war total glücklich und zufrieden auch mit mir. Und diese Zufriedenheit mit mir selbst, die hat mich jetzt auf diesen Weg gebracht, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt in einer Situation, wo es mir gleich gültig, also es hat gleiche Gültigkeit, ob wir jetzt beisammen sind oder nicht. Und der nächste Schritt, der jetzt vor ein paar Tagen eigentlich da gewesen ist, war die Frage, will ich überhaupt noch mit diesem Menschen ein Paar sein? Denn ich bin schon fortgeschrittenen Alters, er ist fast um 10 Jahre älter als ich. Das ist schon eine Komponente. Auch wenn sein Sohn, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, auch meint, ja, ist ja praktisch, du bist dann unser Kindermädchen für das nächste Kind und wenn Papa krank ist, dann kannst du ihn gleich mitpflegen. Das war für mich dann auch so ein
Hallo, ich bin doch keine Pflegerin, weder für den einen noch für den anderen. Und es summiert sich jetzt. Es wird immer mehr, dass ich darauf achte, dass es mir gut geht. Das Ich-Bewusstsein ist so stark im Moment, dass es mir wurscht ist, ob ich jetzt mit ihm beisammen bin oder nicht. Es schwankt eher schon, entschuldige, dass ich eher schon sage, eigentlich will ich gar nicht mehr. Weil ich habe erkannt, Genau. dass ich für mich die wichtigste Person bin und sein muss und nicht das erwarte vom anderen, was ich mir selbst nicht geben kann. Und da will ich was dazu sagen. Du hast eine Wertigkeit jetzt mehr und lebst mehr. Das, was alle wir nicht machen, auch ich habe es nicht gemacht, wir leben nicht unseren wirklichen Wert. Wir verkaufen uns in Anführungszeichen unseren Wert bei diesen Menschen, weil wir ihn nicht verlieren wollen, weil wir auf keinen Fall Verlust erleiden wollen. Und dann machen wir uns klein als Frau oder als Mann durchaus, wenn es andersrum ist, wenn es andersrum gepolt ist teilweise, dass eben der Mann bei mir anruft, weil er halt in der Loslasserrolle ist. Und das habe ich auch machen dürfen. Genau darum bin ich so stolz auf dich jetzt, liebe Eva, weil du das erreicht hast. Deine Wertigkeit wird nicht mehr, da gehst du nicht mehr unter diesen Wert, gehst du nicht mehr. Du hast diesen Wert, das wird Richtig. festgelegt, hattest du früher zwar auch, aber hast immer wieder unterschritten, nach ja, da kann ja nicht und nee, ich weißt, da bist du der, du hast es zwar gewusst, auch in dem Seminar, den man schon hatte, vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren waren es ja, hast du den Wert ja auch festgelegt und trotzdem bist du wieder drunter gerutscht. Leider, ich ja teilweise auch. Aber an einem Punkt, und da bist du jetzt angekommen, machst du das nicht mehr. Dann stehst du voll zu dir, weil du die Konsequenz ja kennst, weil wenn du dich unter Wert verkaufst, was passiert? Versprechungen werden nicht eingehalten und so weiter, gell? Mittlerweile ist es auch so weit gekommen, ich strahle das natürlich nach außen aus. Man meldet sich natürlich wieder, möchte das und das und das und das. Plötzlich sagt Eva, du, ich weiß gar nicht, ob ich da Zeit habe. Oder meinst du das ehrlich? Das hatten wir schon 100 Mal. Also er merkt eine totale Veränderung jetzt bei mir und plötzlich kommt ein Gefühl in ihm hoch. Hoppala, das könnte ja sein, dass sie mir verloren geht. Und dieses letzte Telefonat von ihm, ich glaube nämlich gar nicht, dass das so der Wahrheit entspricht. Angeblich hat man mich gesehen mit einem anderen Mann und er hat total eifersüchtig darauf reagiert. In all den 12 Jahren war es ihm egal, ob ich alleine ausgehe oder mit ihm einem Mann ins Kino gehe oder sonst etwas. Und plötzlich sagt er, du, mein Personal sagt mir, du warst mit einem anderen Mann unterwegs und wieso und weshalb. Also ich merke jetzt an seiner Reaktion, dass mein Ich-Bewusstsein auch ihn trifft. Ja, Dass plötzlich bist er. du gesehen. Ja, du bist ja nicht mehr sicher. Die Sicherheit, die er früher hatte, weil du ja nicht in der Schöpferkraft warst, in deiner Ausstrahlung nicht wirklich da warst und auch nicht das eingefordert hast, wirklich auf der wirklich tiefen Ebene. Und naja, ich hätte es zwar gerne, aber wenn ich es nicht bekomme, naja, muss ich halt es nehmen. Das machst du jetzt ja nicht mehr. Dadurch wird, was ich immer sage, in vielen Videos auch schon gesagt habe, wenn wir uns verändern, die das machen müssen, die den Weg vorausgehen, was du ja hast, was ich hatte, und dann eine andere Energie in uns Platz nimmt, und zwar eine Königin-Energie. Jetzt habe ich meinen Wert erkannt und den will ich auch haben, anders geht es nicht mehr. Erst dann kommt der andere überhaupt auf die Idee, dass er was ändern müsste. Oder wo alles sicher, bequem, wunderbar, ich habe sie ja am Bändel, oh no, kann man nicht entwischen. Hat meiner ja auch gesagt, ja, du, mich kannst du eh nicht verlassen. Ich sage, ja, das kann ja sein, dass wir immer verbunden sind, aber das heißt nicht, dass du auch mein Lebensgefährte wirst. Genau. Und das war ihm nicht bewusst, deinem ja auch nie, einem Seelenpartner. Ja, sie waren sich, also bei ihm war es so, es war, all meine Energie war auf ihn ausgerichtet. Und plötzlich kehrt sich aber das Blatt und fast die ganze Energie geht jetzt in meine Richtung. Ich fühle mich jetzt viel wohler. Ich war jetzt erst zur Blutabnahme. Ich habe einen total gesunden Körper, wofür ich ihm sehr herzlich danke, dass er so viel, was ich ihm angetan habe, meinem Körper, meiner Leber, meinem Geist, meinem nicht schlafen können. Und plötzlich merke ich, meine Energie kommt wieder zurück, weil ich sie für mich verwende und nicht nach außen verschwende.
Grandios. Also besser hätte ich es nicht formulieren können. Genau, der Körper dankt uns auch. Meiner ist Ja. auch wieder viel auf einem anderen Niveau. Ich hatte auch oft Schlafstörungen, kenne mal Nächte um die Ohren gehauen mit, ach, was wird denn werden? Ja. Ah, wir kennen es ja alle. Also wir sind ja oft, also ich kann nur eines sagen, dieser Weg, den du gehst und gegangen bist und den ich und viele von euch auch gehen und gehen müssen, weil es ja gefügt wurde, ist sehr tough, gell? Aber wenn man ihn tatsächlich dann auch annimmt und geht, extrem heilsam. Also ich kann es nur sagen, ich habe ein ganz anderes Leben heute wie, und du ja Ja. auch inzwischen. Ja. Und das Schwierigste war natürlich, das hast du mir mal gesagt, wenn du auf den Himalaya gehst, anfangs gehst du noch flotter, gehst du noch leichter, aber je weiter du zum Ziel kommst, umso schwieriger wird es. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Aber jetzt weiß ich, ich meine, ich bin noch nicht ganz oben, aber ich sehe dann schon das Gipfelkreuz und ich weiß, wenn ich weitermache, bin ich bald oben. Ja, das bin ich überzeugt von. Und du wirst es schaffen, so wie es andere auch schon geschafft haben. Und Linda, habe ich auch kurz im Interview gehabt, hast du schon gesehen, Interview mit Linda. Ja, das in so kurzer Zeit geschafft. Na gut, sie ist auch jünger. Und ich muss auch gleich sagen, wenn man in jüngeren Jahren das schon erkennt, und da bin ich dankbar, wenn auch junge Frauen schon sagen, ich will das ändern, weil wir waren beide etwas älter, als wir losgelegt haben, unsere Ja, Dinge zu schon. ändern. Und das ist sehr eingefahrenes Programm. Das sind wir schon lange auf dem Streifen drauf. Ist auch schaffbar. Es bedarf ein bisschen länger der Zeit, aber schaffbar. Im Grunde ist die Zeit relativ. Hauptsache, wir kriegen es hin, gell, Eva, egal wie lange wir gebraucht haben. Das Wichtige ist, diesen Lohn einzufahren, diese Krone aufsetzen und sage so, nur noch so zu meinen Konditionen, anders machen muss nicht mehr. Und genau das hast du bravourös geschafft. Obwohl du auch oft am Telefon sagtest, oh je, Helga, es ist so, ich weiß, ja, schwierig. Ich sage immer wieder, mach weiter. Und denke mal, das ist meine Unterstützung, die ich bringe. Ich sage einfach, nicht aufgeben. Du bist kurz vor dem Ziel, mach weiter. Jetzt nicht aufgeben, weil wir wollen oft aufgeben. Das war bei dir ja auch so. Ich schaffe es nicht, das kriege ich nicht hin. Ja, das war ja auch bei dir das Gefühl. Wie willst du es schaffen? Das ist so ein anstrengender Weg. Richtig. Ja, Und dann hast du ihn. meine Oma, bei der ich öfter war, hat früher immer gesagt, aufgeben tut man nur einen Brief. Und durch dein Mach weiter, mach weiter, mach weiter, war meine Großmutter sehr präsent. Meine Großmutter ist sehr alt geworden und hat mir viel erzählt von ihrer Zeit. Und da wusste ich, ich gehe den Weg weiter. Und wirklich, gebt nicht auf, bleibt dran. Versucht euch vorzustellen, wohin ihr kommen wollt. Und wenn ihr sagt, na, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr, es hat keinen Sinn, dann kommt ihr auch zu eurem Ziel nicht hin. Ich glaube, man muss sich irgendwo ein Ziel setzen. Und wenn ich in Urlaub fahre mit dem Auto, muss ich auch auf der, sage jetzt mal, was jetzt auf der Landkarte schauen, wo will ich denn eigentlich hin? Wenn ich das nicht mache, dann sind nur Zickzackwege und ich komme nicht wirklich hin oder habe große Umwege. Ganz genau, dieses Ziel zu setzen und sich vor allem auch da wieder bewusst zu machen, dass wenn ich da das Ziel avisiere oder hin will, dass trotzdem auch nicht immer direkt der direkte Weg der richtige ist. Man braucht manchmal auch diese Umwege, um in die Tiefe zu tauchen und uns den Schmerz anzuschauen, den wir ja oft verborgen haben. Oft siehst du den gar nicht gleich. Also manchmal habe ich gedacht, ach, es kommt noch ein Schmerz hoch. Ich hätte gedacht, ich hätte ihn schon weg. Aber aufgrund, weil ich eben dran geblieben bin und immer mehr Schichten dann getragen habe von diesem, was verborgen war, kam manchmal noch ein Misthoch, wo ich dachte, ach, habe ich das immer noch? Ja, wenn es nachher wehtut, habe ich es noch. Also habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt noch einmal. Also das nicht aufgeben, das sich wirklich wert sein, da dran zu bleiben, das hat uns beide gut vorangebracht. Ja. Und manches Mal bekommt man nach einer Prüfung, nach einer gewissen Zeit, dieselbe Prüfung noch einmal, ob wir es auch verinnerlicht haben. Genau, auch das. Prüfungen kriegt man sowieso. Sobald du eine Art Plateau erreicht hast, was wieder gut sich anfühlt, kommt garantiert die Prüfung, gell? Und dann haben wir ab und Ja. zu mal versemmelt die Prüfung, gehen wir mal zu. Aber Ja. wieder weitergemacht, genau. Wie ist denn eigentlich dein Wunsch? Wie stellst du dir heute eine Beziehung mit deiner Dualseele vor, wenn es dazu kommen würde? Angenommen, es käme dazu, mal eine reine Mission. Wie müsste die für dich heute sein? Ganz spontan keine stationäre Beziehung. Denn wenn man selbstständig ist, hat man eigene Interessen. Und ich glaube, wenn man 24 Stunden aufeinander hockt, dann kann man das nicht tun.
Es soll doch jeder machen können, was er glaubt, wie er es gerne möchte. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man sich selbst die Freiheit nimmt und dem anderen auch seine Freiheit gibt. So hat man dann wieder das Gefühl, ah, ich freue mich, heute kommt er, heute bleibt er da, heute machen wir Urlaub oder was auch immer. Und dann darf jeder wieder seiner Wege gehen, aber trotzdem mit dem Hintergrund, dass wir zusammengehören. Das ist für mich die Forderung, die ich an ihn bewusst oder unbewusst stelle. Nur mehr entweder, es gibt nur mehr entweder oder. Und ich bin keine Frau mehr, die wartet oder kann heute nicht, will heute nicht oder sonst. Es gibt nur mehr ein Ja oder ein Nein. Erstens das und zweitens auch das, was ich, und es ist auch, was sich total verändert bei so vielen Frauen. Ich habe ja meistens mit Frauen diesen Weg, den ich gehe. Könnten mehr Männer kommen übrigens, gell? Gerne, bitte, auch gerne. Kann auch Männer unterstützen in dem Bereich sehr gut. Auf jeden Fall diese Frauen, mit denen ich also wirklich diesen Weg sehr gut begleiten gehen konnte, die ankamen, da wo du bist und auch schon noch einen Stangen weiter, dass sie schon total durch sind und sagen, alles geschafft, erledigt, braucht den Mann gar nicht mehr. Wieder mal mehr in der Form. Ich habe mir aber auch gesagt, wir sind so eng verbunden. Ich will aber auch nicht ständig ihn da haben. Das auch das, was wir gerade leben, dieses Mal da, mal nicht da, mal telefonieren, mal nicht telefonieren, ist ideal. Ich kann diese Enge nicht mehr brauchen, weil ich bin jetzt in mir so angekommen und habe so ein schönes auch Arbeitsberufsleben, was ich ja mache, ist ja meine Berufung. Und du lebst ja auch nebenbei Dinge, die dich sehr vom Herzen her erfüllen. Dinge, die du es immer mehr einbringst, für andere da zu sein. Und da habe ich gemerkt, dass wir am Anfang, wenn man diesen Menschen begegnet, eine ganz andere Vorstellung haben, wie das mal enden muss in einer Beziehung. Und es wird sich auf dem Weg aber total verändern. Der Wunsch ist zwar noch da, gemeinsam zu sein, das sind wir ja auch. Es ist ja eine ganz starke Verbindung auf der Liebesebene da, auf der seelischen Ebene, telepathisch auch. Allerdings der Wunsch, es muss es ganz eng sein, so wie man es früher hatte, ja, verheiratet, jeden Tag zusammen. Das ist bei den meisten Frauen, also ich kenne es fast, ich kenne, glaube, niemand, wo gesagt hat, nee, das muss ich noch so haben. Tatsächlich nicht. Es hat sich alles aufgelöst und wurde viel lockerer, leichter und trotzdem inniger. Also je lockerer es wurde, umso inniger wurde die Liebe. Ganz verrückte Erfahrung, die ich gemacht habe, die du gemacht hast und die viele. Also außerhalb von uns beiden noch gemacht haben. Das ist, glaube ich, das, was wir lernen dürfen bei Dualseelenverbindungen. Es geht nicht darum, eng zusammenzuglucken, sondern diese Liebe auf einer ganz anderen Ebene zu leben. Ja, das hat sich bei ihm auch verändert. Er spricht jetzt schon über seine Gefühle zu mir. Zwar nicht in diesem Umfang wie eine Frau zum Beispiel oder ja, man spricht, denke ich einmal, anders als eine Frau über die Liebe. Aber ich merke es an seinen, wenn wir zusammen sind, wie er über uns spricht, dass es für ihn unvorstellbar wäre, dass ich ihn verlasse. Also das gab es vor einem halben Jahr noch nicht. Und an dem sehe ich halt meine Entwicklung, die er jetzt voll mitbekommt. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, wie es sich weiterentwickelt. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Wir werden das auch live wieder verfolgen an einem anderen Okay. Gespräch, meine liebe Eva. Ja. Du machst es so gerne, ich mache es so gerne. Sehr gerne, ja, ich auch. Genau. Und deswegen ein abschließendes Wort noch von dir für heute. Was gibst du allen, die gerade draußen das sehen und sagen, oh, ich bin noch gar nicht so weit, komme ich überhaupt jemals dahin und wie sieht es überhaupt aus? Was gibst du einfach mit als abschließende Worte? Also entscheidet euch für euren Weg, bleibt zu 100% bei euch, nehmt Helgas Unterstützung an. Das war für mich das Allerwichtigste in meinen vergangenen 12 Jahren, dass ich deine Unterstützung hatte, sonst hätte ich sicher schon, weiß nicht, wären sie ins Irrenhaus gekommen. Aber es war für mich sehr eine große Hilfe. Wirklich, bleibt bei euch, bleibt dran, arbeitet an euch und denkt euch jeden Tag, ich bin. Das ist das Allerwichtigste. Vielleicht kennt ihr das Bilderbuch von der Mira Lobe, ich bin, das kleine Ich bin ich. Das hatte ich als Kind schon gerne gemocht und es gibt, ist noch immer ganz ein wichtiger Bestandteil. Denn wenn ich auf mich verzichte, auf mich vergesse, komme ich nicht weiter. Und dann bekomme ich von meinem Gegenüber genau das, was ich nicht sein möchte.
Ja, genau. Und da habe ich sehr viele Sätze, die ich ja umformuliere in diesen Glaubensmustern von alt auf neu. Ich bin drin. Ich bin, es ist. Und anders nicht, ich hätte gern, es wäre schön, wenn. Es ist immer klar, ich hab's, es ist, ich bin. Es ist ein Mantra geworden für mich. Ich bin diese Frau, die sich nicht unter Wert mehr anbietet an einen Mann, auch nicht an die Dualseele und schon gar Genau. nicht an ihn. Weil wenn dieser Mensch, mein Wort an euch heute, wenn dieser Mensch, der so eng mit dir verbunden ist, dich nicht so sieht, wie du wirklich bist und auch nicht wertschätzen weiß, dann ist er nicht der richtige Partner. Ist einfach. Genau, okay. Das kriege ich immer mit, dass du immer mehr die bist, die du im Grunde eigentlich schon immer warst. Nur die ganzen negativen, blöden Verhaltensweisen, Glaubensmuster, Strukturen haben einfach dieses verdeckt. Und nun hast du die weggeschmissen, kommt dein wahres Wesen viel besser zur Geltung. Wofür ich dann meiner Dualseele wieder sehr dankbar bin, weil sonst wäre ich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ich Also, auch. es Danke hat, dir. eine Dualseele hat ja wirklich sehr was Gutes auch, trägt auch viel, sehr viel dazu bei. Oh ja, oh ja, oh ja, kann ich Also, voll. alle Dualseelen, ich bedanke mich im Namen aller Frauen, dass sie uns Ja. zeigt, wo wir hingehören. Genau, und das sind besser können wir das gar nicht abschließen, unser Gespräch heute. Dankeschön, Eva, dass du da warst und Ich bedanke mich auch, liebe Helga. vielen Dank und ihr wisst, dranbleiben, gell? Ist das Zauberwort. Gut. Mach's gut, alles Liebe und Ebenso, alles Liebe. bis bald wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, das war wieder so ein fantastisch schönes Interview mit der wunderbaren Eva heute. Und ich freue mich so, dass sie solche Fortschritte macht, dass sie so sehr an sich auch geglaubt hat und trotz aller widrigen Umstände eben nicht aufgegeben hat. Ja, und wenn du dir sagst, ja, gut, das will ich auch, ich will auch weiter, dann habe ich eine Möglichkeit, wo du mich kostenfrei einfach so mal kennenlernen kannst, mit mir im Zoom sein kannst, entweder am Samstagabend um 20 Uhr oder am Sonntagabend 19:30 Uhr, jetzt am 27. und 28. April, genau. Unterhalb im Infoböckchen findest du die Registrierungslinks. Und wenn du auch sonst mit mir mal ein Gespräch möchtest, einfach mich anschreiben, mir einfach schildern, wo du gerade steckst. Und dann schauen wir, dass du auch weiterkommst auf diesem spannenden Weg zu dir selbst. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und sage erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Video, Interview oder was auch immer. Bis dann, deine Helga. Ciao.